Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es etwas ganz anderes als sonst und zwar einen kleinen, ich würde mal sagen, Haushalts- und Food-Haul. Viele haben ja angefragt, ob ich sowas mal machen könnte und also ich wäre niemals losgefahren, hätte was gekauft und es dann gemacht, aber ich habe jetzt heute, war ich mal so relativ breit einkaufen, würde ich mal sagen und irgendwie dachte ich, du hast noch gar kein Video gedreht dieses Wochenende und das wäre doch auch mal eine schöne Idee, gerade weil es so oft angefragt wurde. Ich war in 3 Shops, dazu aber gleich mehr und viel Spaß. So, der erste Shop, in dem ich war, das war DM und hier habe ich, glaube ich, eine sehr, ja, ich weiß nicht, eigenartige Mischung eingekauft, weil es ist kein einziges Beauty-Produkt dabei. Und zwar zum einen, das Coolste sind diese Einmachgläser, beziehungsweise, ja, die werde ich, glaube ich, für Zucker, Salz, Teebeutel oder vielleicht auch Leckerlis von Jimmy benutzen und die möchte ich dann alle so irgendwo in einer Reihe aufstellen. Das sind 4 Stück und die haben jeweils, glaube ich, ca. 2,95 nur gekostet, was ich ziemlich gut finde. Falls ihr eine Idee habt, was noch gut da reinpassen könnte in diese kleinen Dosen, könnt ihr mir ja gerne einen Kommentar da lassen. Dann habe ich mir ein paar Kerzen gekauft. Momentan schaue ich mir mal diese I Love Fall Tags an und überhaupt die ganzen Videos auch von internationalen YouTubern. Und alle reden immer von ihren Bath & Body Works Kerzen und bei uns in Deutschland gibt es einfach nichts. Also Yankee Candle habe ich noch nicht probiert. Irgendwie glaube ich, ist das nicht so richtig was für mich. Und da bin ich jetzt einfach mal hier auf diese Drogeriekerzen gegangen mit etwas interessanteren Düften. Da haben wir zum einen von Brise eine Kerze mit Granatapfel. Schön auch dies in einem gläsernen, nicht gebrandeten Container. Dann habe ich hier von Airwick auch eine Kerze in einem gläsernen Container und die riecht nach Vanille und Karamelltraum. Ja, es riecht dezenter, zumindest hier im Container, als es ja erstmal klingen mag. Und dann die einzige gebrandete Kerze im Weihnachtslook finde ich nicht so schön, aber das hat wirklich gut gerochen und zwar edle Hölzer und Kaschmir. Dazu ist noch hier so ein netter kleiner Weihnachtsanhänger. Keine Ahnung, ob ich den wirklich brauchen werde, aber naja, immerhin. Und dann habe ich eigentlich fast nur noch Sachen für Jimmy gekauft. Einige finden das ja auch ganz interessant. Ich mag momentan, oder Jimmy mag momentan, die Eigenmarke von DM. Dein Bestes heißt die. Und hier sind einfach so kleine Happen. Hört ihr das? Er hat gehört, wie ich dieses Teil angefasst habe und er ist gleich gekommen. Hier, ich zeige ihn euch mal. Hier ist noch bei meinen weiteren Einkäufen. Schau mal. Schau mal. Ja, das machen wir gleich. Er kann stehen wie ein Mensch. Das machen wir gleich auch auf. Und die Dinger möchte ich ihm auch so einfach, wenn ich mal ganz kurz raus muss, irgendwie geben oder auch beim Gassi gehen. Das sind einfach so Mini-Happen, die man dann auch schön zum Spielen und Trainieren und Co. nehmen kann. Dann habe ich hier noch so Dentalbürsten für Hunde. Quasi wie der Dentastick, nur ich dachte, die sind etwas kleiner und auch für so einen kleineren Hund, weil der ist ja auch hier vorne drauf. Die werde ich aber wahrscheinlich trotzdem teilen. Oh je, Jimmy ist immer noch total, ihr seht, er freut sich auch ein wenig. Also er würde am liebsten gleich dabei. Und dann habe ich noch hier ein Feuchtfutter. Das ist auch speziell für kleinere Hunde. Und ihr wisst ja aus meinem Jimmy-Video, dass ich generell für Jimmy eigentlich eher nur Trockenfutter nehme. Das habe ich in letzter Zeit aber ein bisschen geändert und ich mische ihm jetzt öfter mal was unter das Trockenfutter. Oh je, jetzt weint er schon. Vor lauter Vorfreude. Naja, und jedenfalls dieses Futter, das ist etwas flüssiger, weil da ist so eine Soße dabei. Und es macht es mir einfacher, das Futter einfach zu mischen. Weil das ist manchmal schwieriger, als man denkt in so einem kleinen Container. Und dann noch 2 Lebensmittel für mich. Und zwar einmal von Alnatura, ein Mandelnuss-Tofu. Das habe ich auch mal in einem Salatkoch-Tutorial von mir benutzt. Und das ist so der beste Tofu, finde ich, den es so gibt. Und dann ist leider auch schon offen. Ich habe gleich eins gegessen. Ebenfalls von Alnatura so, ja, Milch-Schoko-Riegel. Die sind sehr, sehr lecker und die kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe mir gleich mal eins rausgenommen. Jimmy, sitz. Mach hops. Tanz. Tanz. Sitz. Sitz. Mach Platz. Mach Platz. Nimm's. So, dann war ich noch beim Rewe und beim Biomarkt, der auch direkt bei uns dort gemeinsam in einem Gebäude ist. Und zwar ist das der Basic, den kann ich nur empfehlen. Und zwar vor allem aus einem Grund, am besten fange ich da jetzt einfach mal an, dann erzähle ich es nicht zweimal.
weil dort gibt es eine sehr gute Obst- und Gemüseauswahl. Und ich habe heute ein wenig ein bisschen rumgelesen, um mich zu inspirieren, was ich denn kochen könnte. Und bin dann hier auf diese Rezepte mit einem Spaghetti-Kürbis gestoßen. Und dann dachte ich, toll, das wäre ganz schön, das zu machen. Aber du wirst diesen Spaghetti-Kürbis nirgends finden. Und ich hatte meiner Meinung nach totales Glück und habe dort in diesem Basic sofort einen Spaghetti-Kürbis gefunden. Und zwar kann man daraus quasi wirklich Spaghetti machen, ganz einfach. Falls ihr dazu vielleicht ein Video sehen wollt, ich bin gerade noch am Überlegen, wann ich das kochen soll. Vielleicht verschiebe ich es dann einfach und drehe dann gleich mit, aber lasst mir einfach mal in den Kommentaren da, ob euch das interessiert. Da mich das Thema Gemüse, Spaghetti momentan sowieso interessiert, habe ich mir auch noch so eine Reibe gekauft, weil die ist bei mir beim Umzug leider irgendwie ja verschwunden gegangen. Und damit kann man zum Beispiel auch Zucchini sehr gut zu Spaghetti verarbeiten. Ich habe mir aber noch einen zweiten Kürbis gekauft und zwar so ein, da stand, der wäre besonders gut für Aufläufe geeignet. Und ja, den habe ich diesen Herbst noch nicht probiert und deswegen dachte ich, wäre das eine schöne Möglichkeit. Dann habe ich mir noch einen Granatapfel gekauft, weil ich dachte, das wäre ganz schön über Müsli so als Topping. Und das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht und das würde ich jetzt ganz gerne mal machen. Vielleicht mache ich das gleich morgen früh. Und einen Nighttime-Tee habe ich mir noch gekauft. Von der Marke Pukka. Das ist das erste Mal, dass ich einen Tee davon probiere, aber ich bin sehr gespannt. Wundert euch bitte nicht über Jimmy, weil er ist jetzt die ganze Zeit so ein bisschen am Betteln, weil ich jetzt eben hier mit ihm und mit seinen Leckerlis hantiert habe. So, hier seht ihr noch eine Tafel Rittersport Olympia. Ich kaufe in letzter Zeit relativ wenig Süßigkeiten, deswegen ist es diesmal relativ viel für einen Einkauf bei mir. Früher habe ich da mega viele Süßigkeiten einfach gekauft. Und die mag ich aber sehr gern. Und ich habe immer Angst, dass es die bald nicht mehr gibt. Deswegen nehme ich da hin und wieder doch nochmal eine Tafel mit. Dann habe ich noch einfach einen Feldsalat. Das ist ein Rucola-Salat. Und noch etwas Obst. Heute ist es ehrlich gesagt gar nicht so viel, weil alles, was so Linsen, Nudeln, Kartoffeln und sowas alles, das habe ich noch. Und Brot zum Beispiel habe ich auch noch. Deswegen habe ich eher so frischere Sachen gekauft. Ich habe noch so Mini-Bananen. An sich sind die natürlich eigentlich viel zu teuer in Relation zu den normalen Bananen. Aber ich mag Bananen eigentlich gar nicht so doll. Und wenn ich die nicht in Smoothies tue oder klein schneide, nehme ich lieber die kleinen. Weil dann esse ich irgendwie drei verschiedene Obstsorten immer auf einmal. Und dann reicht mir auch so eine kleine Banane. Hier habe ich noch ganz viele Kiwis gekauft. Die finde ich auch für morgens oder ins Müsli einfach ganz gut. Dann noch Zuckererbsen, Zuckerschoten. Die mag ich auch sehr gern. Die mag ich auch roh und ungekocht. Jimmy, das wirkt wirklich so, als wärst du furchtbar gierig. Aber das sind nur Zuckerschoten. Das ist nicht besonders interessant. Ja, man sieht schon, das hat er verstanden. So, und dann, nicht, dass ihr jetzt denkt, okay, warum zeigt es uns jetzt Alkohol? Das ist eine kleine Flasche Rotwein. Ich habe überhaupt gar keine Lust auf Rotwein, zumindest nicht zum Trinken. Ich habe mir aber letztens noch Maronen gekauft und die möchte ich unbedingt noch machen. Da habe ich nämlich total Lust drauf und die schmecken besonders gut mit einer Rotweinsoße. Und ja, deswegen habe ich hier nur so eine kleine Flasche gekauft, weil ich habe echt gar nicht mal Lust, welchen dazu zu trinken und dann reicht mir das, sonst ist es ja leider echt Verschwendung. Ja, das war es eigentlich auch schon. Gar nicht so viel, wie ich gedacht habe. Es kommt mir immer unheimlich viel vor beim Einkaufen. Aber wie gesagt, ich habe relativ viel im Vorratsschrank und ich liebe es auch wirklich, einmal unter der Woche und einmal am Wochenende einzukaufen. Und dann so ein paar frische Sachen reichen mir auf jeden Fall erstmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war irgendwie interessant für euch. Also ich persönlich gucke das bei anderen extrem gerne, finde es aber selber ein wenig komisch, sowas zu machen. Lasst mir bitte gerne einen Kommentar da, ob ihr ein Rezept oder ein Kochvideo sehen wollt zu den zum Spaghetti-Kürbis oder auch zu irgendeinem anderen der Teile. Und Jimmy und ich, wir müssen jetzt noch ganz dringend ein bisschen spielen und Leckerlis essen, zumindest er, weil ich glaube, sonst ist er sehr traurig und er weint wahrscheinlich den ganzen Abend. Okay, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mit einem Beauty-Video und bis dahin, tschüss.